Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Und, ich fühle mich extrem privilegiert, dass ich das erleben darf. Und, ja, ich bin auch sehr dankbar, dass es für mich so aufgegangen ist, alles, wie ich es in dem Sinne geplant habe. Janine's in a band of about 4 or 5. Janine gehört zu 4, 5 Geheimfavoriten, die alle etwa gleich schnell sind. Es kommt also darauf an, wer sich am besten vorbereitet und wer die beste Leistung unter einem olympischen Druck zeigen kann. Under the pressure of the Olympic Games. Mit ihrem zweiten Platz an der letztjährigen Ruder-Europameisterschaft hat Janine Gmelin bewiesen, dass sie zu den Besten gehört. 4 Stunden trainiert sie pro Tag auf dem Wasser und dazu kommen viele Stunden im Kraftraum. Das ganze Training nur für einen Anlass, die Olympischen Spiele in Brasilien. Mein Ziel ist sicher, dort meine maximale Leistung zu zeigen. Die besten Rennen, die ich in dieser Saison zeigen kann. Es klingt recht einfach, ist aber sehr schwierig und ist eine rechte Herausforderung, auch, um in dem Moment, wo es wirklich zählt, das abrufen können. Wenn mir das gelingt, bin ich schon mal sehr glücklich und auch weiss ich, dass ich dann recht weit wird führen kann. Seit 13 Jahren rudert Janine Gmelin profimässig. Aufgewachsen ist sie zu Uster im Zürcher Oberland, wo eigentlich auch ihr Wohnsitz wäre. Leben tut sie aber mehrheitlich im Ruderzentrum Zarnen. Dort kann sie sich mit ihrem australischen Trainer optimal auf die Olympischen Spiele vorbereiten. Since we started working together, she's increased her best time. Während dieser Zeit, in der wir zusammenarbeiten, hat sie ihre Bestzeit um 13 Sekunden verbessert. Das ist 4-5 Bootlängen schneller als noch vor 18 Monaten, was sehr gut ist. Over 2000 meters now than she was 18 months ago, which is great. Trotz der lobenden Worte von ihrem Trainer wird Janine Gmelin auf dem Boden bleiben. Rudern ist für sie Beruf und Hobby vereint. Ich denke, die grösste Herausforderung ist, dass man Geduld hat. Also ich sage jetzt mal, Rudern ist nicht ein Sport, wo man nach 2-3 Tagen schon den Erfolg hat. Also man muss dranbleiben, man muss, ich sage jetzt mal, ein paar Jahre, je nachdem auch unten durch, bis man dann schlussendlich an die Spitze kommt, weil einfach auch Erfahrung spielt so eine grosse Rolle im Rudern. Von dem her braucht es sicher viel Geduld und Wille. Und das muss man haben, um an die Spitze zu kommen. An der europäischen Spitze ist Janine Gmelin schon angekommen. Wohin der Weg der 26-Jährigen an den Olympischen Spielen in Brasilien führt, zeigt sich in guter Woche.